Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Brief Edge. Hier auf dem Allenraumstationchen mit Frank, dem müden Hamster, ein bisschen Metall und viel, viel mehr. So, wir wollten in dieser Folge, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was wollten wir in dieser Folge nochmal machen? Wir wollten diesen Schwarmer finden, damit wir diesen erweiterten Düsenantrieb bekommen. Und wir wollen wieder zurück. Es ist eine Explosion passiert in der letzten Folge, da hinten. Und, jetzt müssen wir erstmal zurückkommen. Ich weiß nicht, ob wir Schwarmer hier irgendwie finden oder nicht, keine Ahnung. Müssen wir jetzt mal schauen. Ich würde jetzt erstmal versuchen, irgendwie zurückzukommen. Schauen wir mal. Und wir haben eine neue Aufgabe. Und zwar müssen wir 6-mal Strahlung senken. Wie das funktioniert, weiß ich selber noch nicht. Müssen wir erstmal gucken. Ich bin froh, dass ich ein bisschen YouTube gelurkt habe bei der einen Aufgabe mit dem Bohrer. Ich wäre da nicht drauf gekommen. Also wir hätten uns, glaube ich, tot gesucht. Dass man sich da den Bohrer an den Kopf halten muss. Das ist schon, alter Verwalter. Pass auf, diesmal eben hier rüber. Tank mal eben Sauerstoff und bau das ab. So Stück für Stück. Also wenn wir in der Nähe von diesem Blauen sind, erfrieren wir. Das ist gut zu wissen. Aber ist nicht das Problem. Wir wärmen uns hier auf und düsen dann gleich wieder weg. Und zwar wieder in die Richtung. Aber erstmal Sauerstoff tanken. So, nehme ich alles mit. Und dann geht's rüber. So. Den würde ich nochmal lassen, weil wir ja... trotzdem nochmal zurück müssen irgendwann. Das wäre jetzt blöd, wenn das jetzt eingefroren bleiben würde, denn ich sehe nichts mehr. Aha, ich wollte schon sagen. Puh. Gerade eben den Radius noch bekommen. Denn wir müssen ja auf jeden Fall nochmal zurück zur Hauptstation. Aber vielleicht schaffen wir es ja nochmal ein Fahrzeug zu craften irgendwann. Weiß nicht, wie lange es dauert. Müssen wir mal gucken. Und wir haben auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5 interessante Orte, wo wir hin müssen. Oder sollten. Da müssen wir mal gucken. Pimper sagte er, dass sie die Radioaktivität irgendwie gesunken hat. Oder wir müssen die senken. Oder er hat sie uns oder bei uns am Senken irgendwie in der Station. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das Spiel da weitergeht. Und ich hoffe, ihr natürlich auch. So. Vor allen Dingen bin ich mal gespannt, wie lange das halt noch dauert. Beziehungsweise bis wir da diesen Fortschritt halt haben mit Fahrzeugen und Basebau und so. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf. So, jetzt versuchen wir erstmal da in die Station wieder zu kommen, dass wir wieder ein bisschen Sauerstoff haben. Was ist das denn da unten eigentlich? Das Blaue. Sieht auch aus wie ein Schiff oder so, was zerstört worden ist. Ich meine, wir haben ja eine Sauerstoffkerze dabei. Von so an können wir sie mal benutzen. Können wir mal ein bisschen Looky-Looky machen. Einfach, weil es interessiert.
Aber ich glaube, hier ist nichts Interessantes, ne? Nope. Nichts von Interesse. Wenn ich deinen genauen Standort kenne, kann ich dir irgendwie helfen. Babe. Wer ist Babe? Wer schreibt uns immer die ganze Zeit die Nachrichten mit diesem Brustbild? Ist halt so. Lul. Ja, gut. Ach, wie schön das hier ist. Ein Traum, diese Ruhe. Diese Einsamkeit. Dieses Alleine-Sein, dieses völlige Freiheit. Ich glaube, das ist so, was, glaube ich, auch den Weltraum so ein bisschen ausmacht. Diese Freiheit, so dieses so überall hin zu können, wenn es möglich wäre natürlich, muss man auch dazu sagen. Einfach dieses völlige Freiheit zu haben. So, was ist denn am nächsten dran? Wahrscheinlich das da unten, ne? Da müssen wir die Radioaktivität senken. Ja, das wird ja lustig. Vor allem, wo ist das? Das ist hinterm Asteroiden. Ja, Prost Mahlzeit. Das kann ja, das wird ja immer besser. So, ich tank nochmal eben schnell Sauerstoff auf. Wir sind wieder in der neuen Base oder in der neuen Station angekommen. So, haben wir irgendwas zum Einlagern? Ja, pass auf. Ich öffne mal den. Ja. So, wir können mal ein bisschen Nahrung und... Ich meine, wir haben ja ein bisschen hier was, aber ich will einfach mal ein bisschen Nahrung und Wasser herstellen. Dann haben wir das. So, pass auf. Nutz das auch gleich mal. Und ich will mal eben schnell die Sachen, die wir brauchen für den Dings, mal eben hier lagern. Für diesen Antrieb. Hier. Veredeltes Metall zweimal. Das würde ich auch nochmal eben schnell hier sichern, damit wir wissen, was wir da machen wollten. Würde ich rechts das lagern? Nein. Jetzt hat er es weggeschmissen. Würde ich hier das lagern, was wir quasi brauchen, um die neuen Sachen zu craften und hier halt einfach durcheinander erstmal schmeißen, in Anführungsstrichen. Und so, die große Sauerstoff packe ich auch mal dahin. Yeah. Schon wieder voll, überleg mal. Unglaublich einfach. Wie gesagt, wir brauchen noch dieses Swarma oder wie das heißt. Shawarma brauchen wir zweimal. Ja, da gucken wir mal. Dahin, 892 Meter. Ob wir das schaffen, ich weiß es nicht. Wir haben ein paar Sauerstoffkerzen dabei, ja. Wir haben auch ein paar... Wir können theoretischerweise auch ein paar Sauerstoffstationen bauen, ne? Fällt mir gerade ein. Weil wir ja auch Aluminium und Alkali haben. Lass mich mal eben schnell gucken. Aber nicht zu viele. Ich baue jetzt mal ein paar Batterien. Und dann gucken wir mal. Am besten so 4 Stück. Und dann können wir immer noch gucken. Und jetzt schauen wir mal. Objekte, Station. Hier, genau. Aluminium, dickes Isolierband und Sauerstoffkerze, genau. Ich baue erstmal 2 Stück. Aber mehr können wir ja sowieso nicht bauen, weil uns dickes Isolierband fehlt. Aber ich glaube, wir hätten sogar noch, ne? Ja, wir hätten sogar noch 2 Stück. Packe ich mir mal auf. Ja, komm, auf 1. So, dann würde ich mir mal den Weg bahnen dorthin. Oder? Oh Gott. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier keine Strahlung mehr. Na, das kann ja heiter werden.
Weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoller wäre, vielleicht durch diese Station zu reisen und dann da unten hin. Anstatt hier oben drüber, aber okay. Naja, wir gucken mal. Es sieht immer so aus, als würde man sich fast gar nicht bewegen, ne? Wenn man so... Aber so ist das nun mal. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Ich habe nur Angst, wenn wir dem Blauen wieder näher kommen, dass wir wieder erfrieren. So, ich würde einfach mal sagen, wie weit haben wir es denn noch? Circa 600 Meter, so. Dass wir gleich schon mal so eine Sauerstoffstation einfach mal platzieren. Oh, da hinten. Ach, du Heiliger. Was ist das denn da hinten noch alles? Holy moly. What the actual fuck ist das alles? Das kann ja noch richtig lustig werden, glaube ich. Ich glaube, es wird noch richtig lustig. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn wir durch die Station geflogen wären. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Pack's mir auch direkt mal nochmal auf die 1. Also, dass sich das nochmal so empuppt, dass da noch so viel zu entdecken, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wir haben noch gar nichts gesehen vom Spiel. Ach du Heiliger. Und wo ist das da unten? Wie komme ich da hin? Ich brauche diesen Antrieb. Aber dazu brauchen wir Swarma Marma oder wie das heißt. Diesen Totilia Taco Dingsbums Vrep oder wie das heißt da. Die Vrep-Rolle. Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn das? Düse mal eben hier runter. Und wo soll denn das sein? Und wie kommt man da hin? Ach du heiliger Strohsack. Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Wir haben nicht mehr so viel Sauerstoff gleich, ne? Ich einfach, weil wir es können. Problem ist nur, da wir jetzt einen größeren Tank haben, verbrauchen wir natürlich auch mehr in diesen Sauerstoffstationen. Und dadurch sind die natürlich auch viel schneller leer, ne? Das war, glaube ich, keine gute Idee hier so drumherum. Hm. Ach du Scheiße, was ist das denn da hinten alles? Ach du Kacke. Holy moly. Boah. Tja, ich habe keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Ich bin ein wenig überfragt. Es kann hier drunter sein, ich bin mir nicht sicher. Ich will das jetzt aber noch nicht zu sehr riskieren alles, weil wie gesagt, wegen dem Sauerstoff und so. Weil der Asteroid ja auch verdammt riesig ist. Ich würde vielleicht erstmal da so erkunden. Gott, oh 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 Gott. Brauchen wir auf jeden Fall den größeren Düsenantrieb. Das Problem ist nur, wir müssen den erstmal irgendwie... Wir müssen den erstmal irgendwie hier befeuern, beziehungsweise wir müssen erstmal dieses Vrep-Dingen da kriegen, diesen Taco da. Damit wir den erstellen können. Okay, ich versuche mein Glück jetzt erstmal hier. Langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Sch-
schön, wie wir uns der Station nähern. Es sieht aus, als könnte man da reingehen von da aus. Aber ich könnte mich auch irren. Ich glaube, die ist kaputt. Gedacht, vielleicht können wir da auch nochmal Sauerstoff ein bisschen tanken. Och, Babe, jetzt ehrlich. What a strange place. But maybe we can find something useful here. Ja, ich guck mal. Vielleicht finden wir was Nützliches hier. Schauen wir mal. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Haben wir denn da Nützliches? Haben wir da irgendwas Nützliches? Blaupause. Verbesserte Taschenlampe. Wow. Wow. Kein Wrap-Dingens-Bummens-Teilchen hier. Ist, ja, schön. Da müssen wir auch noch hin. Ja, hätte ich mal ein bisschen... Naja. Düsen wir erstmal dahin. Und dann gucken wir mal. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Sauerstoffstationen wieder hier. Die wir hier in der Umgebung ein bisschen platzieren. Das erste. Weiß gar nicht, da oben glaube ich waren wir, ne? Nächste wäre jetzt so da, so die Ecke. Also da nochmal hin. Und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube das wäre sogar am nähersten oder das? Ich bin mir nicht sicher. Bevor wir irgendwie da unten die Faust da, Iron Fist. I don't know. Naja, gucken wir mal. Jetzt nehmen wir erstmal einen tiefen Atemzug. Sauerstoffgenosse. Ah, tut das gut, so zu atmen. Jawohl. So, dann düsen wir mal zurück. Und bauen nochmal so zwei Stationchen. Und versuchen mal durch die Anlage zu fliegen. Und dort mal entlang zu düsen. Das wird es wahrscheinlich auch erstmal wieder ein bisschen dauern, bis wir vorankommen. Weil jetzt heißt es erstmal wieder erkunden. Tralala, pipapo. Geht nicht mal eben vor allen Dingen. Das ist ja immer so. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt jede Menge Fortschritt. Unglaublich. Also, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut vorankommen jetzt. Wir lernen jetzt so peu à peu auch alles Brauchbares. Und, oh, warte mal, da ist noch ein Sarg. Oh, hallo? Oder haben wir die schon geöffnet? Ist leer. Toll. Achso, handlicher Schaber. Ja, machen wir doch mal. Okay. Ich frage mich, ob man in den Särgen auch irgendwas findet. Und ob wir unseren Opa irgendwann wiederfinden. Das wäre mal interessant zu wissen. Naja, schauen wir mal. Wie gesagt, ihr könnt mir auch ruhig fleißig Kommentare unten drunter schreiben, ne? Falls ihr irgendwas wissen wollt, Fragen oder so habt. Ich lese diese Kommentare auch. Wenn ihr dann Fragen, wie gesagt, zum Spiel habt oder so, oder was ich mal machen sollte. Guck mal, lackierter Helm, Glas, Farbplastik. Strahlenschutz plus 75 nochmal oben drauf. Zweimal Glas, viermal Farbe und zweimal Plastik. Das haben wir alles in der alten Station. Alles in der alten Station haben wir das. Naja. Ich würde jetzt erstmal nochmal ein paar Batterien bauen. Farbe hatten wir nämlich gesammelt gehabt, wo wir die Farbstation erkundet hatten, falls ihr euch entsinnen könnt. Obwohl, wir haben so viele Batterien. Wir können eigentlich schon direkt loslegen mit Stationen. Achso, dickes Isolierband, ne? Haben wir das, können wir das herstellen eigentlich? Mit zweimal Gummi. Haben wir Gummi? Natürlich haben wir zweimal Gummi. Und... dann lass uns nochmal zweimal dickes Isolierband herstellen. Und dann würde ich sagen, bei Objekte
Und Stationen bauen wir mal die Sauerstoffstation. Unzureichend, was Sauerstoff? Ach, eine Sauerstoffkerze. Achso, Entschuldigung. Ja, stimmt. Dazu brauchen wir Metall. Metall haben wir nicht, ne? Oder? Nein. Kriegen wir aber hin. Ist gar kein Problem. Metall fliegt immer irgendwo rum. Die Allwetter-Ressource, kann man sagen, in dem Spiel. Irgendwo wird man immer fündig mit Metall. Guck mal hier, ein ganz großer Metallklumpen, den nehmen wir mal mit. Wir brauchen ja auch Metall, um halt unsere Gegenstände zu craften. Also hier unsere Werkzeuge. Deswegen sollte man vielleicht mal ein bisschen mehr Metall auch dabei haben. Aber ich finde es schade, dass die so lange, nicht so lange halten, die Werkzeuge. Man sollte vielleicht mal später, ich weiß nicht, ob es noch so sein wird. Das werden wir natürlich rausfinden, gehe ich von aus. Ich weiß auch gar nicht, welche Folge das jetzt hier ist mittlerweile. Ich habe das Zählen aufgehört. Aber krass, dass wir schon so lange dabei sind. Trotzdem macht mir das immer noch jede Menge Spaß, muss ich sagen. Und ich hoffe euch natürlich auch. Beim Zusehen. Schreibt mir das ruhig mal, wie gesagt, in den Kommentare, was ihr auch von dem Spiel haltet. Würde mich mal brennend interessieren, was ihr davon denkt, so. So, achso, Sauerstoffkerze, ne, genau. Machen wir mal eben. Und dann können wir jetzt bei Objekte und Station eine Sauerstoffstation bauen. So. Die restlichen Ressourcen packe ich jetzt direkt wieder hier ins Lagerchen. Damit wir da ein bisschen was haben. So, große Sauerstoffkerze, immer in Reserve. Was brauchen wir eigentlich für eine große Sauerstoffkerze? Haben wir, glaube ich, noch nicht geguckt, ne? Titanbatterie und Harz. Harz haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Ich bin sehr gespannt, wo wir Harz herbekommen. Harz, aber herzlich. Harz, weißt du, kennst du doch hier, Harz 4 und so, weißt du? Harz 4, das brauchen wir auf jeden Fall dafür. So. Harz 4. Mal gucken, wo wir es herkriegen. Ist ja auch sowas wie ein Arbeitsamt gibt. Ich weiß es nicht. So, pass auf. Ich packe mir eine Station schon mal auf für 2. Ist das Harz? Nee, das ist Titan, ne? Mal ein bisschen Metall mit. Das ist Titan. Titankugel, jawohl. Okay, jetzt ist hier die Radioaktivität weg. Das hat er ja gesagt gehabt. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, jetzt uns hier ein wenig umzusehen. Boah, lass uns mal so ein bisschen Swarma finden. Das wäre ganz toll, diese Wrap-Dingsbums-Teilchen da, damit wir uns endlich den Selbstreiniger nutzloses Gerät. Okay. Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Was ist das? Oh, hätte ich jetzt nicht mitgedacht. Ist das hier irgendwas rumfliegt? Oh, hallo. Verschlüsseltes Band. Aha. Was ist das hier? Müllball. Kraftstoff. Harz habe ich jetzt gefunden. Ach, guck mal einer an. Na, guck mal einer an. Ich positioniere hier mal eine Station. Alter. Das sehen aus wie riesige Isolierbänder, die ich da sehe links. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, also finden wir also Harz, ja? Harz, aber herzlich. In den Müllbällen. Oder beziehungsweise... Nee, wir finden nicht immer Harz, okay. Was ist das hier? Oh, Aluminium. Oh, einen Moment. Da bin ich dabei. So, Aluminium nehme ich natürlich mit. Was wir haben, haben wir. Kann ich irgendwo mal Swarma rumfliegen? Swarma Rama? Such supplies of electrical tape suggest that engineers doubted the durability of the liner. Okay. Krass, dass hier noch so Sachen rumfliegen. Hier so
wie die Dinger, aber die eigentlich uns nichts tun. Ich habe erst gedacht, tun uns irgendwas. Judging by the steady melting of the rolls, there was a fire in the engineering modules, but it definitely was not the cause of the disaster. Ein Sarg. Ich sehe einen Sarg. Ich bin jetzt gallig dahinter, die 200 zu öffnen. Der ist leer. Aber ich glaube, die Mission gibt's nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher. Was hat er denn da in der Hand? Was zur Hölle ist das denn? Was ist das? Honigsternsalbe. Ein ausgezeichnetes Mittel. Es gibt ein brennendes Gefühl bei der Anwendung. Stimuliert, reizt die Haut und lenkt von Krankheiten ab. Was? Ja gut, dann. Wer es braucht? Oh nein, der Schaber ist kaputt. Habe ich mir schon irgendwie gedacht. So, wieso sammle ich eigentlich hier wieder das normale Zeug? Wieso sammle ich eigentlich hier das normale Zeug? Eigentlich wollte ich doch hier mich umgeguckt haben. Und ich muss eine Sauerstoffstation hier noch hinzimmern. Damit ich hier noch ein bisschen atmen kann. Da drüben gehen wir auch gleich gucken. Oh, die sind ja niedlich da. Guck mal, die haben sogar Äuglein. Och, wie süß. So, hallo. Some more evidence of the fire in the modules. Apparently, the fire had spread even to the habitation modules. Was ist das hier? Wackelspiel, was? Wackelspielzeug? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Niemand weiß, in welche ikonische Person vor dem Vorfall in diesem Spielzeug nachgebildet wurde. Aber jetzt kann man damit Kinder erschrecken. Es erinnert mich irgendwie an ein Logo im Fernsehen, das ich irgendwo auf der Erde gesehen habe. Ein Logo im Fernsehen? Was? Mit dem Frosch da oben auf dem Kopf. Okay. Weiche Greifen, ganz toll. Was ist hier? Greifer benötigt. Haben wir sogar dabei, tatsächlich. Oh, damit bekommen wir Harz. Ah, alles klar. Da kriegen wir also Harz her. Da ist ein Stuhl. Nice. Der Greifer ist jetzt natürlich im Eimer. Ist nicht schlimm, aber wir wissen schon mal, dass wir da Harz herbekommen. Gut, ja. Da unten ist das, wo wir auch hin müssen. Deswegen hier lang. Das, so wie ich es mir schon dachte. Dass wir hier unten so Stück für Stück uns hier vorarbeiten müssen. Oh Gott. Was? Eine Haitasse. Oh, wie geil. Wie trinkt man denn daraus, bitte? Diese Tassen werden im zentralen Delfinarium auf der Erde verkauft. Haie wurden vor langer Zeit völlig ausgerottet, aber sie schaffen es immer noch, jeden Jahrhunderte von Menschen zu verletzen, selbst in Form solcher unsicheren Tassen. Ja, den hat's ja mal völlig zerrissen, ne? Muss man ja mal sagen, oder? Alter Schwede. Ja gut, also müssen wir dorthin. Da unten scheint auch wieder eine Station zu sein, oder? Oder sehe ich das falsch? Aber die ist bestimmt kaputt, ne? Oder? Soll ich es riskieren? Oh, keine gute Idee. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Ich riskiere es. Da müssen wir hin. This is working autonomous oxygen station. Funktionierende... Oh, Moment. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und es ist ein Sarg. Hallo, Sarg. Komm her, mein Freund. Leer. Toll. Hat sich mega gelohnt. Interesting design. The wiring schemes of the steering wheel are even less complicated than in the pleasure ships. You can connect an oxygen station here, if I've understood the blueprint correctly. Alles mit ihm mal brauchen. Reparieren. Sauerstoff auffüllen. Oh, wir haben es repariert. Juhu. Ah, die ist jetzt immer voll. Okay, wir haben die repariert und wie kriegen wir unendlich Sauerstoff. Das ist ja nice. Gut, dass wir das Dings bei uns hatten. Was ist das hier? Schande über dich. Wenn deine Unterhose was durchscheinen. Was?
Die Entwicklung der Raumfahrtindustrie ermöglicht es Menschen, sich im ganzen Universum zu verbreiten. Früher war es nur ausgebildete Fachleute möglich, in die Erdumlaufbahn zu reisen. Jetzt kann auch ein Kind einen intergalaktischen Flug machen. Dies führt jedes Jahr zu verschiedenen Katastrophen durch Fahrlässige und Unachtsamkeit. Trotz der Fülle an Trainingsmaterialien und der weit verbreiteten Föderation der Sicherheit im Weltraum. Genosse, du denkst vielleicht, dass du nichts zu verbergen hast, aber du wirst kleine Kinder zum Weinen bringen. Die Leute denken vielleicht, der prahlt, wenn dein Hintern von Strahlung nur so strahlt. Was? Bleib wachsam, zerrissene Hosen passen nicht in deinen Kram. Ich schäme mich. Was soll? Okay, man kann aber jetzt rausfliegen hier. Ja, ui, was ist das denn Schönes? Scan, scan, scan. Hab ich einen Scanner? Hab ich! Ich komme, warte, scanne. Ja, Part 2 von 3. Juhu, geil, nice. Wir kommen der Sache schon mal näher. Da ist noch ein Sarg. Nichts drin. Okay. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch dahin. Apparently there was a survivor here, temporarily. Alter, wie krass das hier aussieht. Heftig. Da unten ist noch was mit Fragezeichen. Ja, aber wir haben... Antennas, this is either a communication point or a communication point from another side of the liner. In any case, there's a chance to find Normandy and the other survivors. Kommunikationspunkt von einem Linienschiff könnte das gewesen sein. Ja, sieht's aus. I managed to take measurements of your body to order a coffin, but it didn't come in handy after all. I'd like to note, you're in great shape. Keep it up. You're almost not so bad. Hope these antennas are spares and communications can work without them. Schauen wir mal. Auf jeden Fall sieht das mega geil hier aus. Da unten werden wir auch noch hin. Und wenn ich so auf meine Uhr gucke, müsste schon längst ausgemacht haben, wir sind schon wieder über eine halbe Stunde, Mann. So lange will ich gar nicht aufnehmen, aber es macht gerade so viel Spaß. Ah, wie cool. Da kriegen wir ein bisschen Sauerstoff, aber ob wir da reinkommen, ist eine Frage. Looks like someone tried to get inside the module using the shuttle as a battering ram. By the way, did you know that originally the heads of some battering rams were carved in the shape of a ram? That's an interesting fact. Abrollerbauplause untersuchen. Generator. Blaupause. Blaupause. Was? Abroller, Induktor. Was? Finde einen Durchgang in das Modul. Erstmal nehme ich hier alles mit. Was ist denn hier alles drin? Tomb Raper, was? Tomb Raper, was? Sonderedition. Ein Kultspiel mit Kultcharakter. Ein Kult mit den Muskuliden, was? Natürlich Ilola Krovic. Und das Grab des, was? Vergewaltigers. Das Spiel hat viele Aufzeichnungen und positive Bewertungen für einen kulturellen Beitrag zur Gleichstellung, zur Unterstützung von Minderheiten, zur Toleranzangelegenheiten und für etwas anderes erhalten, das nichts mit dem schrecklichen Gameplay zu tun hat. Tomb Raper. Was soll? Ich find's, es ist eigentlich lustiger, als es eigentlich ist. Es ist... Entschuldigung, es ist... Oh, was ist das denn hier? Oha. Oha. Hallo, hast du so ein Swrapa-Marpa? Okay, auf jeden Fall können wir hier drin atmen, das ist gut. So, wir haben ein paar Blaupausen gefunden. Oh Gott, was wir alles haben. Leco Fanny, ein Generator. Ein einfacher Generator zur Stromerzeugung. Er ist leistungsstark genug, um an der Station oder einem Fahrzeug verwendet zu werden. Und sperrig genug, um nicht mitgenommen zu werden. Allerdings würde die Taschenlampe viel länger funktionieren, wenn sie an einem solchen Generator angeschlossen würde. Toll. Okay. Finde einen Durchgang durch das Modul. Durch das Modul hier? Oder welches Modul? Warte mal, ich nehme das nochmal eben mit hier. Konnte ich das so mitnehmen oder wie war das nochmal? Oder war das mit dem Bohrer? Nehmen wir den Bohrer, ne? Genau, Elektronikteile. Finde einen Weg durchs Modul. Die Frage ist, welches Modul meint er? Meinte er das hier? Da oben ist auch noch irgendwas. Okay, pass auf, Freunde.
Ich lese mir noch mal eben schnell durch, was da unten. Da müssen wir irgendwie hin. Das machen wir noch. Da. Wie cool das ist mit dem Erkunden hier und so. Jetzt wird's richtig interessant hier, das Spiel. Die Luftschleuse zu scannen. Abroller benötigt. Okay, wir brauchen einen Abroller für unten. Scanne und repariere die Luftschleuse. Alles klar. Das müssen wir beim nächsten Mal machen. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Wir müssen also einen Abroller herstellen. Ich hoffe, der Flexi wird sich daran erinnern in der nächsten Folge. Und solange bleiben wir jetzt in der Notunterkunft hier drin. Ohne Musik, ohne alles. Huch, was ist das denn gewesen? Achso, das war der Teller, ne? Wir können mal was essen, noch mal eben schnell was trinken. Salzige Packung. So, dann ist der Flexi für die Zukunft auch vorbereitet. Ich würde sagen, ich speichere für den gleich mal hier. Das mache ich mal eben. Dann habe ich für ihn gespeichert. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge finden wir uns hier wieder in dieser Station. Und ja, ich hoffe, der Flexi denkt dran, sich dann einen Abroller, wie so ein Phasenroller herzustellen. Und dann werden wir uns hier wiedersehen in dieser Notunterkunft in der nächsten Folge. Also, macht's gut, bis dann. Ciao.